Guasha. Am I saying that correct? Yes. Guasha Tutorial. Wie ihr euer Doppelkind loswerden könnt. 10-mal auf der einen Seite und 10-mal auf der anderen Seite. Nourish the skin, promote healing. Today we'll be doing some facial taping. Überall in dein Gesicht kleben, wo du gern was kleben möchtest. Change the shape of my face. Es geht nach einem Monat einen gewaltigen Unterschied. Es ist einfach so glatt. Make sure you check them out. Willkommen zu diesem Video. Wie ihr vielleicht anhand des wunderschönen Intros, was mein Cutter gemacht hat, schon gesehen habt, geht es heute um Gua Sha, Face Taping, Gesichtsmassage. Und Leute, ich habe mich für euch geopfert. Ich habe 2 Wochen lang jeden Morgen mein Gesicht massiert und ich war sogar bei einer Kosmetikerin und habe mir eine professionelle Lymphdrainage geben lassen. Ja, sowas gibt es, kann man machen lassen. Und ich habe euch auch ein bisschen mitgenommen. Das heißt, euch erwartet in diesem Video auch ein kleiner Vlog und das ist mein allererster Vlog. Ja, und wir gucken heute, bringt das wirklich was? Bringt Gua Sha was? Bringt Face Taping was? Massagen im Gesicht? Oder ist das alles einfach nur ein Scam? Let's go! Zuerst einmal Gua Sha. Ich dachte übrigens, das heißt Gua Sha, aber es heißt Gua Sha. Ich sitze seit 2 Wochen an diesem Video und habe es eben erst herausgefunden. Gua Sha, das ist das mit diesem Stein. Vielleicht habt ihr es schon mal auf Social Media gesehen. Das ist so ein Stein und der hat so eine Einkerbung und dann könnt ihr euch im 45-Grad-Winkel übers Gesicht gehen. Es wird versprochen teilweise von Menschen auf Social Media, dass sie dadurch plötzlich eine Jawline bekommt, die ihr vorher nicht hatte. Es wird auch versprochen teilweise, dass ihr dadurch weniger Falten bekommt, dass die Giftstoffe aus dem Körper rausgetragen werden. Und ich habe recherchiert. Ich habe richtig tief im Internet nachgeschaut. Ich habe Bücher gewälzt. Ich habe ChatGPT gefragt und einen Artikel gelesen. Wirkliche Evidenz dafür gibt es noch nicht, beziehungsweise zu wenig. Also die wissenschaftliche Lage zu Gua Sha ist noch zu dünnflüssig. Das ist noch Dünnschiss. Deshalb, falls ihr es macht und es bringt euch was, okay, nice. Aber wenn ihr einfach nicht die Gesichtsform und die Knochenstruktur dafür habt, erwartet nicht, dass wenn ihr das jetzt jeden Morgen 2 Wochen macht, dass ihr plötzlich hier so eine Jawline habt, okay? So nicht. Machen wir weiter. Face Taping, auch ein sehr beliebter Trend. Abends, bevor man ins Bett geht, klebt man sich so das Gesicht so nach hinten. Am nächsten Morgen sollte dann snatched aussehen, ne? Als hätte man euer Gesicht nach hinten gezogen. Auch dazu gibt es leider zu wenig Evidenz. Ist halt so. Kann man nichts machen. Wenn es euch was bringt, macht es. So, und kommen wir jetzt zum letzten Trend. Und das ist auch das, was ich gemacht habe, wo ich den Fokus drauf gelegt habe. Ich habe mich selber komplett auf die Lymphmassage, Lymphdrainage im Gesicht konzentriert und habe das Ganze mit meinen Händchen jeden Morgen gemacht. Und falls ihr euch mehr für die Aufgabe, Funktion unserer Lymphe interessiert, macht mal Stopp. Ich lese das jetzt hier nicht vor. Könnt ihr euch selber durchlesen. So, okay. Und auch bei der Lymphdrainage, Lymphmassage, ist die Evidenz gemischt. Heute ist alles ein gemischter Salat. Also auch da gibt es Studien, die sagen, das bringt was. Und dann gibt es Studien, die sagen, das bringt nichts. Ich war einfach geteilter Meinung. Aber ich muss ehrlich sagen, da habe ich mehr positivere Stimmen zugefunden, weil ich glaube, das ist wirklich ein Gebiet, was schon eher mehr erforscht ist als Gua Sha oder Face Taping. Eigentlich wird übrigens auch Lymphdrainage vor allem bei Menschen angewendet, die wirklich krasse Wassereinlagerungen haben. Also zum Beispiel bei dem Lymphödem. Das habe ich nicht abgelesen, das weiß ich, weil ich bin gebildet. Ja. Ich bin so klug, K-L-U-K. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte Schwierigkeiten, eine Kosmetikerin zu finden, die das aus ästhetischen Gründen macht. Ich habe ganz, ganz viele Physiotherapeuten zum Beispiel gefunden, die Lymphdrainagen anbieten, aber da brauchte man dann ein Rezept für. Aber dazu später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zu meinem Selbstexperiment, was ich gemacht habe. Ich habe 2 Wochen lang jeden Morgen mein Gesicht massiert und ich habe nicht einfach irgendwie massiert. Ich habe diese Massage hier gemacht von dieser Instagrammerin, die hatte ich schon länger auf meiner Page, so in meinem Feed. Und ich fand die immer ganz so legit, soweit ich das beurteilen kann. Und habe jeden Morgen ihre 10 Minuten komplette Gesichtsmassage gemacht. Full Face Massage. Mit Massage. Massage? Massage. Keine Ahnung, Massage halt. So. Und ich muss sagen, mir persönlich hat es Spaß gemacht, mein Gesicht zu massieren, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so am Morgen tut das ganz gut. Ich fühle mich danach frischer. Ich habe was für meine Schönheit, für meine Gesundheit vielleicht auch gemacht. Aber ich muss auch sagen, dass ich nach diesen 2 Wochen jetzt nicht weitergemacht habe, weil ich einfach zu faul war und weil ich auch nicht wirklich was an meinem Gesicht auszusetzen hatte. Aber es war ganz nett. Es war so ein frischer Kick am Morgen. Das ist unser frischer Kick.
Das hier war unsere Ausgangssituation, Leute. So sah mein Gesicht aus, bevor ich mit der Massage angefangen habe. Das war nach 2 Wochen hier. Ihr seht wahrscheinlich schon einen Unterschied. Ich sehe ihn zumindest. Also das Ausgangsbild war vielleicht auch ein bisschen heavy. Aber trotzdem finde ich, dass man zum Beispiel vor allem an meinen Augen einen Unterschied sieht und auch an meinen Wangen. Ich sehe allgemein nicht mehr so puffy aus. Und ich bin tatsächlich erstaunt, weil ich wirklich dachte, das ist kompletter Scam. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen krassen Unterschied sehe. Aber dabei bleibt es nicht, Leute. Wir gucken da gleich noch kritisch drauf. Wenn man sich jetzt mal mein Gesicht anguckt, also der letzte Tag für die Gesichtsmassage ist jetzt 3 Tage her so. Ich habe seitdem mich nicht mehr massiert. Ich bin immer noch zufrieden mit meinem Gesicht. Also da kann man ja nichts aussetzen. Und Leute, ich habe heute Morgen geweint. Ne? Hier ist ein Beweisstück, dass ich heute Morgen geweint habe. Ja, und trotzdem sehe ich doch nicht puffy aus. Ich sehe immer noch snatched aus. So, aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht auch jemand Professionellen gefragt hätte. Und deshalb kommen wir jetzt zu der Kosmetikerin, bei der ich war und eine professionelle Lymphdrainage machen lassen habe. Die ist heavy, Leute. Ich sage es euch. Und ich habe die am Körper machen lassen. Es gab leider niemanden in meiner Nähe, der das fürs Gesicht macht. Körper und Gesicht, ah, ist doch das Gleiche. Naja, auf jeden Fall bin ich zu BU gegangen. Das ist ein Kosmetikstudio und die haben eben eine Lymphdrainage angeboten. Und ich war sehr nervös. Ich hatte so Schiss, dahin zu gehen und so ein bisschen zu filmen und mich als YouTuberin zu enttarnen, weil ich so Angst hatte, dass sie das so Menschen sind. Nein, auf gar keinen Fall darfst du hier filmen. Aber die war so nett. Oh mein Gott, ich war so erleichtert. Das ist nett, danke schön. Das lief folgendermaßen ab, Leute. Also ich musste mich hinlegen und ich habe so einen richtigen Anzug angezogen bekommen. Wie so ein Transformer-Anzug, so hat es sich angefühlt. Und dann stand neben mir eine Maschine, die dafür gesorgt hat, dass von meinen Füßen an bis hier oben ungefähr dieser Anzug Schritt für Schritt enger wird. Zuerst an den Füßen ist es eng, dann wird es wieder locker, dann geht es weiter an die Wade, wird super eng, wieder locker. Es ist wie so ein Blutdruckmessgerät, nur noch mal deutlich stärker vom Druck her, was dann so euren Körper hoch wandert. Und das Ganze wird mehrere Runden lang gemacht und das sorgt eben dafür, dass die Lymphe an eurem gesamten Körper stimuliert werden. Das lässt dann eben auch die Lymphflüssigkeit ablaufen, weshalb ich danach auch ganz oft Pipi musste. Und so kann man eben auch gut Wassereinlagerungen lösen. Ich persönlich hatte halt jetzt nicht wirklich Wassereinlagerungen. Ne? Ich bin ein junger Hüpfer, ich mache regelmäßig Sport, ich ernähre mich gut so. Ich hände da keine Wassereinlagerungen. Aber jetzt zum Beispiel für jemanden, der Diabetes hat und dann immer so dicke Beine, wäre das vielleicht etwas. Aber was ich sagen kann, Leute, danach war ich wirklich sichtbar schlanker. Ich habe hier extra kein Vorher-Nachher gemacht, weil ich niemanden triggern möchte. Aber ich kann euch so viel sagen, war wirklich schlanker. Das hält natürlich dann jetzt auch nicht für immer an. Aber weil halt der Körper so viel Wasser rauslässt und man das dann rauspinkelt, bist du halt natürlich schlanker. Ich denke, das machen safe viele Celebrities vor so Veranstaltungen, um auf dem roten Teppich so richtig snatched auszusehen. Und dann habe ich die Kosmetikerin gefragt, was sie denn allgemein von diesem Social-Media-Trend hält. Und sie persönlich ist ein sehr großer Fan eben von Lymphmassagen oder Lymphdrainagen. Sie sagt, wenn man das korrekt macht, dann bringt das auf jeden Fall was. Von diesem Washer hielt sie persönlich jetzt nicht so viel. Und bei Facetaping hat sie auch mir erklärt, dass man natürlich auch sein Gesicht irgendwie eine halbe Stunde lang so halten kann. Und natürlich ist danach die Jawline vielleicht gesnatchter und man sieht einen Unterschied. Aber man hat ja auch, hat sie mir erklärt, wenn man zum Beispiel hier so drückt ganz lange, eine Delle in der Haut für eine kurze Zeit, weil eben unsere Haut sich anpasst. Hau mir die Tür in mein Gesicht! Also das vergeht aber halt nach einer Zeit wieder. Deswegen sagt sie persönlich, dass Lymphmassagen, Lymphdrainagen am meisten bringen und am effektivsten sind. Sie hat mir aber auch erklärt, und das fand ich gut, dass natürlich auch Ernährung und viel Trinken eine große Rolle spielt. Bewegung, weil wenn wir irgendwie feiern waren und wir haben vielleicht am Abend vorher Alkohol getrunken, Pommes gegessen, dann sind wir am nächsten Morgen puffy im Gesicht. Also das war ihre Meinung dazu und das wollte ich euch auch hier mit in diesem Video mitgeben. Gekostet hat das Ganze übrigens für 30 Minuten 30 Euro. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich auf meinem Thumbnail Clickbait gemacht habe. Habe ich Clickbait gemacht, Zukunftsmarie? Ja, okay, ja, ich habe Clickbait gemacht, weil
Leute, man kann auch wirklich so viel faken. Ihr seht zwar einen Unterschied zwischen meinem Anfangsbild und meinem Endbild und ihr seht auch einen deutlichen Unterschied auf meinem Thumbnail, aber was mir zum Beispiel auf Social Media auch aufgefallen ist, dass viele, die zum Beispiel dieses Guasha anpreisen, selber eindeutig Schönheitseingriffe hatten oder viel Gewicht verloren haben. Wir hatten nämlich zum Beispiel hier ein Video von Kendall Jenner, wo sie selber dieses Guasha macht. Und Leute, also sie hat wirklich sehr viele Schönheitseingriffe machen lassen und ihr Gesicht und ihre Jawline ist nicht so snatched, nur wegen Guasha. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal hier den Unterschied machen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so sitze, ne, dann habe ich halt hier so ein bisschen. So, und jetzt kann ich natürlich meine Haltung verändern und die viel snatchter machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch die Kamera höher setzen würde, dann wäre die natürlich auch noch snatchter, weil sie von oben kommt, die Kamera. Es spielt so, so viel mehr eine Rolle als nur Gesichtsmassieren und so weiter, um zum Beispiel eine prägnante Jawline zu haben. Ich zum Beispiel hatte schon immer eine prägnantere Jawline und als ich zum Beispiel mal was mehr gewogen habe, hat man die nicht so dolle gesehen. Jetzt habe ich halt was abgenommen, jetzt sieht man die umso mehr. Wenn ich am Abend vorher Dosen Linsensuppe gegessen habe, wo super viel Salz drin ist, dann ist mein Gesicht am nächsten Morgen auch was puffier. Oder wenn ich halt geweint habe am Abend vorher, ist mein Gesicht auch ein bisschen aufgeschwollener und man sieht meine Jawline nicht so dolle. Und wenn jetzt ihr zum Beispiel gerade noch sehr jung seid, dann ist es auch was normaler, dass man zum Beispiel im Gesicht einfach noch ein bisschen mehr Speck hat, weil im Alter verliert man vor allem im Gesicht mehr Fett. Hier verliert man auch Fett und man kann zum Beispiel, wie nennt man das jetzt? Schlupflider. Ja, ich hatte zum Beispiel früher deutlich stärkere Schlupflider, jetzt habe ich die nicht mehr so dolle. Das ist alles auch irgendwo ein ganz normaler Alterungsprozess. Und es gibt zum Beispiel auch Erkrankungen, die dafür sorgen, dass ihr ein aufgedunseneres Gesicht habt. Zum Beispiel gibt es das sogenannte Crushing-Syndrom, wo man automatisch ein fülligeres Gesicht hat. Das entsteht dann, wenn man zum Beispiel sehr viel Stress hat und einen sehr hohen Cortisolspiegel. Und natürlich spielt auch Genetik eine ganz große Rolle. Zum Beispiel wie diese Instagrammerin hier, die hat einfach da nicht so einen ausgeprägten Wangenknochen und hat sich deshalb ein Kinnimplantat einsetzen lassen. Dann könnt ihr nicht erwarten, dass ihr zum Beispiel nur durch Gesichtsmassagen plötzlich so aussieht wie sie. Glaubt nicht alles, was Menschen auf Social Media euch verkaufen wollen, okay? Auch wenn Celebrities sagen, sie haben nichts machen lassen, dann heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist, okay? Ganz viele Celebrities lügen einfach. Wie, das darfst du nicht lügen? Darf man nicht sagen. Und falls ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet, kann ich euch auch nur den Kanal von Lori Hill empfehlen. Die gucke ich sehr gerne. Die macht nämlich Analysen über Celebrities und erklärt euch, was sie genau machen lassen haben. Und ich sage euch, es gibt Dinge, die man machen lassen kann, von denen wusste ich vorher nicht. Und das hat mir sehr geholfen, solche Menschen kritischer zu betrachten. Also, probiert es gerne aus. Diese Gesichtsmassagen, Gua Sha, wenn es euch hilft, wunderbar. Macht es. Wie gesagt, es gibt keine deutliche Evidenz dafür. Aber wie man anhand meines Selbstexperiments gesehen hat, es ist ja ein Laienexperiment, bringt es anscheinend irgendwo doch etwas. Nichtsdestotrotz, bleibt kritisch, hinterfragt Dinge, nehmt nicht alles für voll, was Menschen euch im Internet sagen, okay? Auch was ich sage, ist nicht zu 100% richtig. Ich bin auch nur ein Mensch, okay? Nein, eigentlich bin ich ein geiles Söckchen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr wollt, dass ich sowas öfter mache, so ein bisschen Selbstexperimente und dann zum Beispiel vloggen, was ausprobieren, dann schreibt das gerne in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bleibt schön snatched, meine geilen Söckchen. Tschüss!